Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Mario und Rabbids Sparks of Hope. Weiter geht's auf Flockenbrocken. Wir schauen uns heute das Geheimgebiet des Planeten an. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Also das Geheimgebiet am Strahlestrand, das war ja sehr, sehr cool. Von daher denke ich, dass das hier nicht minder interessant wird. Die Winterzeittür. Hey, und ein neuer Spark wartet auf uns. Jedenfalls, wenn wir es irgendwie schaffen, den zu retten. Gut, was muss man denn hier machen? Moment. Ach, hier gibt es gar keine Kämpfe. Das ist so eine reine Rätselpassage. Ja, habe ich jetzt auch nichts gegen. Erstmal gucken, was der Schalter hier oben macht. Ah, okay, da unten geht dann irgendwas weg. Heißt, wir müssen irgendwas drauf schieben. Die Frage ist, wo fängt man denn hier an? Da, da ist so eine Kiste. Leute, die habe ich gar nicht gesehen gerade. Na komm schon, jetzt zieh doch die blöde Kiste. Weiß gar nicht, warum der stehen bleibt. Ich glaube, ich war so in der Ecke drüber. Okidoki. Dann. Das hier umwerfen natürlich. Dann haben wir hier so ein Gedöns. Wo muss denn das Gedöns hin? Ach, da oben hin. Im Hintergrund fallen übrigens die ganze Zeit Tetris-Steine runter, falls es jemand noch nicht gesehen haben sollte. Bin mal gespannt, was der Spark kann. Der sieht ja schon interessant aus. Ach so, ah, ich darf da gar nichts mit nach oben nehmen. So Leute, jetzt haben wir es aber gleich. Ja, schön. Bisschen kurz. Also das vom Strahlestrand fand ich jetzt ehrlicherweise besser, aber trotzdem nicht schlecht. Wie schon gesagt, schön, dass wir so ein bisschen Abwechslung haben und dass wir nicht immer nur kämpfen. Du hast eine Rettungsaktion organisiert für mich? Wow. Zum Glück habt ihr mich gefunden. Hier war es echt langweilig. Geheimgebiet abgeschlossen. Sehr schön. Dracula Rasa oder so hieß der. Boah, mit etwas Glück ist das so eine Geschichte, dass wir uns selbst heilen können mit Angriffen. Wie dieser Vampireffekt. Der Vampireffekt aus dem ersten Teil. Alle Rasereiangriffe fügen 140 Schaden zu und heilen den Helden um 30% des ausgeteilten Schadens. Sauber. Boah, Leute, das ist so eine krass gute Fähigkeit für Rebella. Und Luigi bekommt hier diesen komischen Feuerspark. Dann leveln wir die natürlich noch auf. Die Sparks, beziehungsweise den Spark. Oder soll ich die anderen Sparks jetzt auch mal mit aufleveln? Ich glaube, ich kann die jetzt mal alle leveln. Ich habe so viele Punkte, ich brauche hier gar nicht so sparsam sein. Oh, wir können jetzt auf Stufe 4. Ja, Moment, da müssen wir sowieso mal eben leveln.
Ja, aber die Sternteile werden schon schnell weniger. Vielleicht sollte ich doch nicht alle ausgeben. Ja, ich lasse das erstmal so. Okay, sehr schön. Ja, wo ist denn die nächste Nebenaufgabe? Was können wir denn als nächstes angehen? Wie wäre es mit... gewinne einen neuen Waffenskin? Habe ich deinen Waffenskin nicht gefunden? Wie? Habe ich da was jetzt... Habe ich dir jetzt was zurückgelassen oder was? Das kann doch gar nicht wahr sein. Habe ich nicht richtig geguckt? Naja, ich meine, wenn da ein Waffenskin noch markiert ist, dann wird da schon einer sein. Ach so, man muss es hier zweimal machen, oder was? Ach, jetzt auf Zeit, oder was? Oh nein, auf Zeit! Muss ich mich aber beeilen, Leute. Da muss ich aber rennen. So, jetzt keine Fehler machen. Keine unnötigen Wege. Das war schon ein unnötiger Weg. Ich hätte das Ding erst nach oben machen müssen. So, jetzt nicht hängen bleiben. Da hätte ich schon Zeit sparen können, indem ich vorher die Kiste da drauf stelle. Ich hoffe, dass das trotzdem noch funktioniert, aber ist schon sehr, sehr knapp bemessen hier die Zeit. Jetzt gefällt mir das Geheimgebiet doch besser. Finde ich schön. Dass sie da so ein bisschen so ein kleines Minispiel draus gemacht haben. Was habe ich denn jetzt vergessen? Oh nein! Oh! Oh, jetzt wird es aber ultra knapp, Leute. Oh, 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 oh! Was ist denn jetzt das Ding? Hä? Okay, das müssen wir nochmal machen. Wieso ist denn jetzt das Ding da gerade despawned? Habe ich das nicht da hingelegt? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Okay, es war ein ehrlicherweise relativ peinlicher Versuch. Das machen wir jetzt nochmal besser. Hatte ich nicht gerade den Kringel da oben draufgelegt? Habe ich mir das eingebildet? Ich habe mir das eingebildet wahrscheinlich. Und vor allen Dingen kann ich dieses Ding hier am Anfang schon runterklappen. Das wäre auch ganz geil. Nee, kann ich nicht. Gut. So, jetzt also in Highspeed. Oh, wenn er immer die Kiste direkt anfassen würde. Ich kann aber leider nicht rennen, während ich die Kiste schiebe. Ich hätte die Kiste vorhin gar nicht verschieben können. Ich muss ja erst den Stein umwerfen. Ich dachte halt, ich könnte den umwerfen von außen. Dann hätte das funktioniert.
Da hätte ich auch die Treppe nehmen können. Ja, aber diesmal schaffen wir das locker. Wie schon gesagt, ich war vorhin sicher, dass ich den Ring da oben drauf gelegt hätte, aber habe ich anscheinend nicht gemacht. Na, Hauptsache, wir haben es geschafft. Nicht schön, aber selten, würde ich mal sagen. Ich hoffe, dass der Waffenskin jetzt aber auch richtig hübsch ist, den wir da bekommen. Na, und zwar, was kriegen wir denn Schönes? Retro-Duo-Blaster. Das hörte sich an, als wäre es eine Waffe für Mario. Ja, gut, bringt mir nicht so viel. Ihr wisst ja, ich benutze Mario nicht so gerne. Trotzdem schön, dass wir das Ding geholt haben. Und vor allen Dingen wichtig, denn das zählt wahrscheinlich auch mit auf die 100% ein. Ja, gehe ich stark von aus. Gut, was machen wir als Nächstes? Was haben wir hier? Die Insel der Finsterzeit. Ja, keine Ahnung, nehmen wir einfach mal. Die Frage ist, wie kommen wir denn da hin? Ach, das war... Ah, Moment, das war in der Luft, ne? Genau. Wir hatten ja irgendwas, wo wir uns hinballern mussten. Und das könnte das sein, weil das so ein bisschen abgelegen ist. Ich weiß nicht, ich kann die Karte gerade nicht so hundertprozentig richtig interpretieren. Aber es ist wahrscheinlich der Bereich da vorne. Die Insel der Finsterzeit. Tatsächlich, sehr schön. Besiege 6 Gegner. Gut, machen wir. Aber erstmal wird das Team geheilt. 6 Gegner, das müsste ja wohl möglich sein. Dann Auto verteilen wir noch eben die Punkte. Ah, die wichtigsten Fähigkeiten habe ich ja schon. Also von daher kann ich hier wieder so ein bisschen zum Automatismus zurückkehren. Ja, und ansonsten haben wir noch irgendwelche Waffenskins. Für Luigi hatte ich ja einen bekommen. Turbo Weitmeister nehmen wir einfach mal, aber für die anderen habe ich keine neuen Skins. Also fangen wir direkt an. Was haben wir denn da? 2 Sniper, 1, 2, 3 von diesen Feuergegnern. Macht 5, heißt einer spawnt noch nach. Ja, wir orientieren uns erstmal so grob nach vorne. Und Luigi benutzt seinen Eisenblick. Eine gern gewählte Fähigkeit und die anderen machen erstmal gar nichts. Ich lasse die erstmal ein bisschen kommen, die sollen mal in meine Richtung laufen. Da voll, den Kollegen haben wir schon mal. Dann, kann ich da runterschießen mit Luigi, ne? Ah, 50% Chance, ich probiere es trotzdem mal. Ja, genau jetzt habe ich den Spark nicht benutzt. Ich bin jetzt natürlich davon ausgegangen, dass es nicht funktioniert. Anderen sind noch out of range. Ja, keine Ahnung, Gegenangriff. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier oben angegriffen werde. Wahrscheinlichkeit halte ich tendenziell eher für gering, aber einfach mal die Fähigkeiten benutzen. Ja, und da haben wir auch den fehlenden Gegner. Das war natürlich auch ein Sniper. Also diese Kombination da hinten aus Snipern oder grauen Wölfen. Boah, Leute, das ist natürlich schon... Das ist der harte Part. Da
Andererseits, ich müsste die ja nicht besiegen, die Sniper. Ich kann ja auch einfach hier unten bleiben und mich auf die kleinen Gegner konzentrieren. Frage ist, spawnen genug nach? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass da oben auch Sniper spawnen. Also an der Stelle, wo ich gerade hergekommen bin. Da kann ich Luigi nicht darüber werfen. Oder geht das hier so ganz knapp noch? Nee. Das wird nichts. Ja, da muss Luigi eben hier unten stehen bleiben. Oh, schaut mal. Ich kann sogar einen angreifen. Moment! Das habe ich gar nicht gesehen. Leider kann Luigi auch angegriffen werden. An dieser Position. Das ist jetzt das Blöde. Aber... vielleicht kann Rabbit Mario ihn mit dem Schild noch irgendwie erreichen. Ja, sehr schön. Dann können wir das Problem nämlich ein bisschen eindämpfen. Oder eindämmen. Heißt, wenn er jetzt von oben angegriffen wird, dann ist der Schaden nicht ganz so groß oder fällt nicht ganz so groß aus. Das war doch schon mal ein Anfang. Der Schild wirkt immer noch. Heißt, einer muss sich opfern. Und da Rabbit Mario die meiste Energie hat... muss er jetzt leider kassieren. Ah, Heilung brauche ich jetzt nicht. Rabbit Mario greife ich ihn an. Also ja, die können auf mich hier draufballern und so, ich weiß. Aber ich muss nur noch zwei besiegen. Heißt, es ist, glaube ich, trotzdem eine ganz vernünftige Idee, hier rüber zu gehen. Und einfach zu engagen. Oh, das schaffe ich sogar noch in dieser Runde. Yo, Leute, wir haben gewonnen. Das war sie also, die Insel der Finsterzeit. Oh, da freuen sie sich. Zum Glück habt ihr euch um diese Pfütze gekümmert. Misera entzieht damit offenbar dem Planeten Energie. Unfassbar. Was passiert, wenn Misera einem Planeten die ganze Energie absaugt? Dank euch werden wir es heute nicht erfahren. Sehr schön. Wo ist die nächste Mission? Was haben wir denn da? Geheimnis der Höhle. Ja, oder gehe ich erstmal hier unten hin? Ja, ich fange hier vorne an. Bei der Arche. Wir gehen erstmal zu Toad Tragödie auf Flockenbrocken. Dann arbeite ich mich so langsam bis zur Mitte durch und dann können wir das hier schön alles nacheinander abschließen. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt erstmal nach oben latschen müssen, glaube ich. Ebene tiefer? Wo ist das denn hier? Oh, da vorne! Die Toad-Tragödie auf Flockenbrocken.
Alter Schwede, was für eine XXL-Map. Erreiche den Bereich. Oh, da vorne stehen sie auch, die kleinen süßen Toads. Ja, liebe Leute, wir werden den Bereich erreichen, aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.